Sie sind hier, 14. Juli 2018, 7:41 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jan Fiete App hat bislang 2 Bundesliga-Tore erzielt. Urheberrecht Getty Images. Der FC Bayern soll bereit sein, im Werben um Jan Fiete App nachzulegen. Auch eine weitere Entscheidung in Bezug auf das HSV-Talent ist offenbar gefallen. Der Poker um HSV-Juwel Jan Fiete App geht in die nächste Runde. Nachdem der Wechsel des 18-Jährigen zum FC Bayern zuletzt ins Stocken geraten war, kommt nun offenbar wieder Bewegung in die Verhandlungen. Wie die Bild berichtet, soll noch in der kommenden Woche eine Entscheidung fallen. Demnach sind die Münchner bereit, ihr bisheriges Angebot von 2,5 Millionen Euro zu erhöhen. Der HSV soll in etwa das Doppelte für den Stürmer fordern. Bayern, keine Ausleihe von App. Zudem habe man auf Seiten des deutschen Rekordmeisters beschlossen, App kein weiteres Jahr auszuleihen. Stattdessen soll der Youngster Spielpraxis in der U23 oder U19 sammeln, insofern er es einmal nicht in den Kader bei den Bundesligaspielen schaffen sollte. Kommt es zu einer Einigung, soll App bei den Bayern einen Vertrag über mindestens 4 Jahre unterschreiben und dabei 5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Zum Vergleich, das Gehalt der Nationalspieler Sebastian Rudi und Niklas Süle bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen. Apps Vertrag beim HSV läuft am Ende der Saison aus. Punkt. Die Hanseaten können für den Angreifer, der in der vergangenen Saison in 18 Bundesligaspielen 2 Treffer erzielte, daher nur noch in der aktuellen Transferperiode oder spätestens im Winter Kasse machen.